Hallo und herzlich willkommen bei Tipptapp Tube. Hallo. Wir sind hier gerade bei Naschkram. Mhm. Naschkram, das ist so ein... Du willst schon gleich loslaufen, ne? Hier gibt es Fruchtgummi und alles Mögliche und vor allen Dingen eine riesengroße Pick-and-Mix-Bar. Genau. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Genau. So, das ist sie jetzt auch hier. Da ganz hinten ist Ed. Der will sich jetzt auch gleich hier eine Tüte packen. Mama ist auch da. Und hier, wir gucken uns mal an, was das hier alles gibt. Ne? Komm, wir fahren einmal hier lang an der ganzen Pick-and-Mix-Bar einmal längs. Hier unten das ist auch noch was. Echt Massen. Alles. Und? Hast du schon mal geguckt, was du davon am liebsten nimmst? Also hier kann man so eine Spitztüte nehmen. Ja, genau. Die brauchen wir als erstes, ne? Du reißt einfach eine ab. Macht man das. Und ich glaube, du kannst auch bald von jedem Bonbon da nur einen reintun, ne? Aber weißt du was? Sonst brauchst du gleich zwei oder drei Spitztüten. Sollen wir für Max auch eine nehmen? Ja, ich mach für Max auch. Gute Idee. Ich mach für mich eine. So, die Verpackung geht los. Genau. Hier links fangen wir an. Und nimm mal wirklich nur einen. Hier kommen noch so viele andere Sachen. Die ganze Wand ist ja voll. Warte, so. Von jedem nehme ich vielleicht ungefähr so viel. Weil ich nehme mit Lakritz und so nehme ich schon mal gar nichts. Aber siehst du, die ganze Wand ist ja voll. Du wirst das nicht alles da reinkriegen. Nee. Und das ist scharf, das ist Chili. Das willst du bestimmt nicht. Hier unten sind die Scharf ist was für Kenner, das ist das, nicht für Kinder. Ich weiß gar nicht, was das sind. Pizzastücke. Ja, so. Eins. Hier von dem schon haben wir, Mama. Gleich noch mehr. Aber die sind so lecker. Davon ein esse ich ungefähr davon in einer Minute, weil ich die immer abhole. Wahnsinn, oder? Esch, zeig mal, wie voll ist die Tüte schon? Ja, da passt ja noch was rein, ne? Und weiter geht's. Einiges. Und bei dir? Ich habe hier. Ich wusste gar nicht, dass du dir auch angehen hast. Du weißt du, was ist für mich? Brauche ich Schaufel gleich. Ja, besser. Das sind auch hier Cola-Schnüre, ne? Nein, das kommt da nicht rein. Das ist Picoballa, ne? Achso, ja, die Schnüre sind ja die dünnen Dinger. Das ist Picoballa, genau. Auf jeden Fall eine runtergefallen ist, Mama. Oh, das riecht schon so lecker hier. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Riecht wirklich super lecker. Ich glaube, ich will auch ein. Hier, geh mal. Soll ich mir auch eine Tüte machen? Mach. Mach dir eine Tüte. So, und nebenbei gibt es dann hier auch noch ganz tolle andere Sachen, ne? Guck dir das mal an hier. Riesenlollis. Diese Pizza, die hatten wir doch auch schon mal hier. Ja. Riesen Oreo. Riesen Toblerone. Und diverse Lollis. Oh, das ist ja noch hier der absolute Hit, ne? Ja, ich finde auch. So, während ihr da alles einpackt, gehe ich mal hier so ein bisschen durch den Laden. Hier gibt es natürlich alles noch eingepackt. Alles, was es in dem Pick-and-Mix-Regal gibt. Reichlich. Wer hier nichts einpackt, der mag keine Maschine. Oh, hier gibt es auch eine Jelly Belly Pick-and-Mix-Bar. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Lecker, lecker. Wie weit sind eure Tüten? Also, ich habe noch ein bisschen Platz. Wow. Warte, ich habe gleich viel Platz. Du hast ein bisschen mehr. Langsam, oh, die sind auch gut hier, ne? Wie heißen die noch? Willi Würmchen, genau. Ja. Da steht's. Willi das Würmchen. Ja. Es sind teilweise Sachen, die kenne ich überhaupt nicht, ne? Ich kenne fast alles nicht. Was wollen die was sind das hier? Mehr, Füße? Wo? So. Ja. Oder Elche. Cool, ein Elche. Das sieht also aus, als wenn das Fuß zählen wird. Ganz extrem lecker. Nougat. Nougat und dieses Vanillefudge. Stimmt, die sind super lecker. Banane Toffee. Fudge, Rum-Rosine. Okay, Rum-Rosine ist ja nicht so für die Kinder, glaube ich, eher, ne? Ja, aber ich nehme das ein bisschen mit. Oh, und was ist das hier? Erdbeer-Fudge. Echt? Und hier Banane-Himbeer-Schoko-Geschmack.
Jetzt weißt du, was ein Schlaraffenland ist, ne? Mhm. Hier ist das Schlaraffenland. Die sind ja scharf, oder? Nein, aber da ist Lakritz dran. Ich glaube, das findest du nicht so gut. So, seid ihr schon am Ende angekommen jetzt? Ja, so ein bisschen. Guck mal. Boah, die ist ja prall gefüllt hier, ne? Ja. Unheimlich viel. Ja. Und da unten sind glaube ich Kaugummi. Und ich habe auch gesehen, dass die hier Lollis haben. Hast du das gesehen? Auch. Nix. Da kannst du die Lollis haben. Da bin ich eben dran vorbeigelaufen, ne? Das hab ich gar nicht gesehen. Hier gibt es auch Pick & Mix Lollis. Auch eine gute Idee. Kann man sich von jedem, egal was, einen raufnehmen oder zwei oder mehr. Welche? Schweinchen, ja. Papa, guck mal, was ich hier noch habe. Dein Lieblingsschweinchen. Ah, genau. Das sind die riesen Gummibärchen. Mhm. Hast du jetzt auch ein paar davon? Oh, ich kann nicht fast nur annehmen, meinen Arm zu schütteln. Zeig mal her, die Riesentüte. Ich mach die noch ein bisschen voller. Okay. Aber ich höre jetzt auf. Ich geh noch man muss sie aber auch noch zumachen können, ne? Muss man das? Ja. Warum das denn? So. Kannst du auflassen? Nein. Ja, die Tüten sind voll. Mhm. Ungefähr kurz davor. Ja. Mal sehen, wie weit es ist. Und jetzt noch ein paar von den Schlümpfen oben drauf. Ich muss noch ein bisschen Belag. Mama, ich muss noch ein bisschen Belag drauf machen. Ja. Geht die Tüte denn noch zu? Die Tüte geht noch hier zu. Ja. Da bin ich ja knapp an den Riesenschlangen. Ja, das geht ja gar nicht, ne? Nicht genommen. Dass man ohne Riesenschlange nach Hause geht. Das geht gar nicht. Und ohne eine richtig coole Schlange nach Hause geht. Man kann nicht ohne Schlangen nach Hause gehen. Nee. Nein, kann man nicht. Und hast du ihn eben angesehen hier, Pizzastücke? Die habe ich auch noch gar nicht mitgenommen. Man entdeckt immer wieder was Neues, ne? Was ist denn heute mit mir los? Papa ist schon ganz schön, wie soll ich das sagen? Schwer, oder? Ja. So, jetzt müssen wir nur noch an die Kasse. Kilo jetzt, ne? Guck dir das mal an. So, da sind unsere beiden Wundertüten. Der Hit. Ich weiß schon, wer heute Nacht nicht schlafen kann. So, wir sind fertig. Ja, wir sind fertig. Das sind sie. Also, die Tüten sind voll. Was Max jetzt sagen wird. Ja, das war's auch von uns. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.